Jetzt zum Sport. Und da hatten wir gestern Abend nach unserer Schalte zum Thüringer Fußballpokalfinale den Eindruck, dass Meuselwitz die Trophäe gewinnt in diesem Jahr. Dann aber nahm das Spiel noch eine jähe Wendung. Der FC KZS Jena rettete sich mit einem Glücksschuss in die Verlängerung und machte dort mit einem weiteren Treffer seinen 8. Pokalsieg seit 1991. Perfekt. Und der wird gestern Abend euphorisch gefeiert von Mannschaft und Fans, weil er so glücklich zustande kommt. Denn eigentlich hatte Jena dieses Spiel schon verloren. Wir sind überglücklich, wir sind die Nummer 1 in Thüringen und werden Thüringen, denke ich mal, ganz, ganz toll im DFB-Pokal auch vertreten. Also zumindest im Pokal sind Sie die Nummer 1. Und dafür gibt's eine feuchtfröhliche Belohnung. Während die bedauernswerten Meuselwitzer im eigenen Stadion mit ansehen müssen, wie ihnen der Pokal aus der Hand gleitet. Ich bin stolz drauf, was sie hier abgeliefert haben, wie sie gefightet haben, gekämpft haben. Und gut, das ist im Fußball manchmal so. Es muss einen Sieger geben im Pokal und leider waren es nicht wir. Obwohl Meuselwitz alle Trümpfe in der Hand hat, nach dem frühen 1:0 durch René Weinert in der 20. Minute eine völlig verdiente Führung, weil der ZFC einfach mehr investiert in dieses Finale als Carl Zeiss Jena. Aber das zweite Tor will nicht fallen für den ZFC, obwohl die Chancen dafür vorhanden sind, wie beim Freistoß von Bolze. In der zweiten Halbzeit überlässt das Team von Dietmar Demuth dann Jena das Feld und wird dafür wirklich in allerletzter Minute bestraft durch den Sonntagsschuss von Sören Eismann in der 90. Minute zum 1:1. Ja, so gnadenlos und so unfair kann Fußball sein. Ganz anders sieht das der Torschütze Sören Eismann, schon in Rudolstadt Matchwinner für Jena und nun mit dem wichtigsten Treffer der Saison. Egal wer das Tor geschossen hätte, zweite Halbzeit haben wir es deutlich, deutlich besser gemacht als erste Halbzeit. Haben uns Chancen ausgespielt. Jova legt ihn gut ab. Ich habe geguckt, wo der Torwart steht, und habe ich ihn reingeschossen. Rausgeschossen hat sich Andreas Luck mit seinem Foul gegen René Eckhardt in der Verlängerung. Und weil er schon gelb hatte, gibt es für den Meuselwitzer gelb-rot. Der ZFC also in Unterzahl mit den Kräften am Ende. Und das nutzt Jena in der 114. Minute zur Entscheidung. Jakub Witzig, der baumlange Stürmer, ist per Kopfball zur Stelle und macht sich und seinen FC Carl Zeiss glücklich. Jena gewinnt 2:1, egal wie es gelaufen ist. Ja, I don't know, egal, but it's Tor, egal, what. It's Tor, it's Tor. Ja, it's Tor, it's Tor. Und das bringt Jena den Thüringen-Pokalsieg 2015.